Wir reagieren jetzt auf das Video von UpRed und zwar, man versucht mich zu canceln. Das Video soll wohl auf das letzte gelöschte Video von ihm anspielen, wo er vorher so eine Decke mit Ketchup-Soße gesnessen hat, was komplett weird war und wo er es nur gemacht hat wegen dem Placement. Das war so ein weirdes Video und jetzt hat er das hier hochgeladen. Ich habe keine Ahnung. Okay, Freunde, auf dieses Video habe ich gar keinen Bock. Es war auch gar nicht geplant, okay? Und ich muss dieses Digga, Video wie machen, leise weil will ich man bin sein? diese Opfer-Streamer. Für mich sind das Warte, ich mache das immer lauter. Opfer. Streamer, YouTuber, was auch immer, ne? Junge, es Das geht sind nicht mehr auch laut, wirklich aber nicht ich. viele Leute, ne? Lass es 5, 6 Leute sein, aber Aber ich maximal versuch's. Opfer. Die kommen dann und erzählen mir einen absoluten Stuss, den sie aus den Hintern gezogen haben. Und zwar geht es diesmal um mein Video, was ich offline genommen habe. Bevor irgendjemand wieder Lügen über mich erzählt und wieder Müll über mich verbreitet und das dann, wie gesagt, von Zuschauern so So, jetzt hab sie es akzeptiert lauter, wird, ja, bitteschön. und dann einfach irgendwo weiterverbreitet wird und dann irgendwie negative Energie gegen mich quasi vermittelt wird, ne, sage ich erstmal, was wirklich Sache ist, weil das wird die ganze Zeit gemacht, ne? Ich habe das Video als privat genommen, ne, mit dem Titel, so nach dem Motto, ich wurde gehackt, das war mein Gaming-Channel, der gehackt worden ist, habe dann ein ausführliches Video dazu gemacht und ich habe ja auch ein Placement da auch gehabt, ne? Ein geiles Game, braucht man gar nicht drüber reden, freshes Game. So, Ich finde es auch so geil, wie er bei dem Video da gesagt hat. Ja, so, ich habe jetzt eigentlich nicht so Bock auf Gaming. Gaming jetzt, ganze Spiele, alle scheiße jetzt. Aber wenn wir schon von Games reden, Genshin Impact. Und jetzt ist das Ding, jetzt haben die Firma, mit der ich dann zusammengearbeitet habe, haben jetzt richtig viele Leute mobilisiert. Da haben sich wirklich eine Gruppe von Opfern, von wirklichen Alter. Opfern, ich werde auch gleich erklären, warum das auch Opfer sind, ne? Okay, Die erklär haben die dann mal. kontaktiert und habe das auch gesehen, was so Nachrichten dann kamen, ne? Dann kamen da so Nachrichten wie, wie könnt ihr mit so einem Typen zusammenarbeiten, ein Verbrecher? Wie könnt ihr mit einem Vergewaltiger zusammenarbeiten, ne? Übertriebene Sachen meinen die sich aus, Was? verrückte Sachen sagen über mich, so Ein verrückte, wie Verbrecher, du könnt ihr mit einem Verbrecher, du. Steuerhinterzieher, mit einem Straftäter und sonst was, wo, was für Ein Straftäter, was geht ab, Straftäter ist er Digga? ja, Weißt du, was ich aber. meine? Was malt ihr euch wieder für Sachen aus? Junge, Wir malen uns gar ich nichts aus, bin Alter. ein ganz normaler, cleaner, deutscher Bürger, Nein. sauber, was für Straftaten, weißt du, Nein. was für Hochstapler, was für hier, was für da, irgendwelche Sachen werden ja irgendwie brutal irgendwo hergezogen von irgendwelchen Behauptungen, weißt du, was ich meine? Die einfach wieder im Raum stehen, Behauptungen. wo ich mir denke, was soll der ganze Kram? Was habe ich euch getan? Habe ich euch irgendwie mal geschubst, dass euch der Joghurt aus dem Rucksack gefallen ist? Du hast auf jeden Fall sehr viel gemacht, darunter viele nicht aufgelöste Placements, darunter den Versuch, Menschen richtig asozial darzustellen und einfach komplette Scheißaktionen zu machen. Ey, du hast so viel gemacht, Alter. Oder so, habe ich irgendwie mal eure Schwester mal angemacht oder habe ich irgendwie sonst so irgendwie euch mal schief Ja, du hast eine Schwester von irgendeinem Typen sicher mal angemacht. angeguckt, irgendwie mal, keine Ahnung, im ICE oder so. Was ist euer Problem? So, dass man da so, also ich muss auch sagen, die Hauptenergie kommt da von diesen Streamern. Diese Streamer kommen, erzählen die ganze Zeit Müll über mich. Müll, Müll, Müll. Die kommen, sagen, ich Müll. sag, mach ein ganz normales Video. Ja, Red lügt. Ja, er sagt, er sagt, er wurde gehackt. Das hat er selber inszeniert. Das hat er selber inszeniert. Er ist voll der Lügner und so. Er hat das bestimmt nur gemacht. Er will jetzt bestimmt sein Channel. So eine dumme Aussage kommt dann wieder vor der Ecke, wo ich mir sage, Digga, was ist dein Problem? Warum musst du immer jedes Mal, warum müssen diese Leute immer, wenn ich was sage, immer sagen, Lüge, 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 alles immer so negativ da. Was ist euer Problem? Weil guck mal, diese Leute gehen so unverantwortungsbewusst so damit um. Die animieren ja ihre Zuschauer genauso zu sein. Weißt du, was ich meine? Dann über irgendwelche Leute Sachen zu erzählen, die dann einfach gar nicht am Ende des Tages stimmen. So. Und dieser Hass. Guck mal, ich muss auch sagen, diese Streamer, ne, ey, die denken auch, die werden heftig, nur weil sie ein bisschen Reichweite haben, weil ihr ein bisschen Klicks habt. Digga, ihr sagt ApoRED, ne? Er fühlt sich heftig wegen Klamotten oder sonst was, ne? Wegen Autos oder sonst was, ne? Ihr sagt, deswegen fühle ich mich heftig. Ihr wollt mich damit Ja. festmachen, was gar nicht Ja. stimmt. Digga, ich sag euch, ne, ihr fühlt euch heftig, weil ihr ein paar Klicks habt. Ihr fühlt euch so krass bestätigt, weil ihr wahrscheinlich in Real Life Opfer seid. Ich sag euch ganz genau, warum ihr Opfer seid. Und das ist irgendwie nicht kein Spaß und das ist keine Inszenierung, okay? Erzähl Und mal. zwar der Fakt, dass ihr euch die ganze Zeit mit mir beschäftigt, zeigt, dass ihr Opfer seid. Weil es ist einfach ein Fakt, dass ich euch nicht schade. Und ihr braucht mir nicht so tun mit, ja, Red verarscht und hier und verarscht da. Digga, tut nicht so auf scheinheilig nach dem Motto, euch wäre irgendjemand egal, euch wäre es wichtig, wem ich angeblich verarsche und so. Tut nicht so. Ihr denkt immer an euren eigenen Arsch, ihr denkt immer an euer eigenes Geld und so. Und ihr tut immer auf Menschenwerte und so. Ihr wollt einfach nur einen niedermachen. Was ihr macht, ist nur Cybermobbing. Ihr wollt nur einen zerstören, ihr wollt nur einen niedermachen, was auch immer. Also ihr wollt mich wirklich canceln, ihr wollt mich vernichten, ihr wollt mich vernichten. Ich sag euch eine Sache. Warum ihr Opfer seid, das habe ich ja schon gerade erklärt. Einfach, das ist einfach ein Fakt. Es ist einfach ein Ganz Fakt, kurz, wie dass viele Leute sind bis jetzt Opfer?
50.101 Leute sind jetzt Opfer. Bis jetzt mal. Bis jetzt. Dass ihr euch da vom PC ihr stellt euch da vom PC und redet da. Ich stell mich vom PC. Okay, warte. Okay, bin jetzt vom PC. Machen wir weiter. Darüber, welche Wandfarbe ich habe. Ihr redet darüber, wie mein Schrank gerade aussieht. Ihr redet darüber, ob, warum ein Loch in meiner Socke da ist. Alleine das beweist, dass ihr Opfer seid. Es beweist es einfach. Ich brauche nicht darüber diskutieren. Digga, ich habe nicht immer Socken an, Alter. Was willst du? Was ihr macht, ob ihr, keine Ahnung, was für Musik ihr hört, ob ihr ein Loch da habt oder welche Tasche ihr trägt, welche Markensachen ihr habt, welche Autos, es juckt mich gar nicht, weil für mich seid ihr irrelevant. Für mich seid ihr Luft. Für mich seid ihr, existiert in meiner Welt nicht. Weil ihr seid einfach nur Opfer in meiner Welt. So, für mich seid ihr keine Macher. Ihr seid keine Macher. Ihr werdet doch niemals Macher sein. Mit eurer Einstellung. Niemals. Ihr schaufelt euch nur euer eigenes Kram. Sagt der, der sich vor dem Gericht versteckt, Alter. Ja, Digga, weil ihr so lost seid. So, jetzt kommen wir erstmal zu dem Placement auch an sich. Guck mal, ihr versucht mir ja zu schaden. Ihr versucht mir ganz offensichtlich zu schaden. Ich sag euch, wem ihr mit dem, wem ihr geschadet habt quasi, ne? Und zwar mit dem Placement-Geld, ne? Das Placement-Geld, das war nicht für mich gedacht. Ich wollte mich nicht damit bereichern. Und oh Gott, jetzt kommt's. Ich habe einen Freund kontaktiert, ne? Den ich seit ungefähr 8 bis 9 Jahren kenne. Das ist ein richtig guter Freund von mir. Also das Placement war nicht für ihn gedacht, okay? Er hat extra, er hat mein Insolvenzverfahren, er ist komplett broke, bezahlt mit der Instagram-Story, er kann sich nichts mehr leisten. Aber natürlich, das Geld war nicht für ihn vom Placement. Für wen dann? Für einen Freund? Den kennen auch einige von euch, ne? Aber wen? Sag mal Namen. Er hat gerade eine schwierige Phase. Er hat einfach gerade eine geldliche schwierige Phase. Also zufällig er Nadim? Er ist am Arsch gerade, so wisst ihr, was ich meine? Und er kam dann zu mir und meinte, ey Red, Digga, ich bin ehrlich, Bro, du weißt, wir sind wie Brüder und so. Ich brauche echt ein bisschen Hilfe und so. Und das war auch ihm voll unangenehm. Er hat mich noch nie in dieser ganzen Freundschaft nach Geld gefragt. So, noch nie, weißt du? Und ich weiß das auch. Er ist ein richtig loyaler Mensch. Er ist ein richtig cooler Typ, so. Und ich habe mir einfach gedacht, Digga, ganz ehrlich, ich habe da so Displacement-Angebot. Es ist auch ein cooles Game, so. So, es ist ein Top-Game, einfach, es spricht nichts dagegen. Und ich habe mir gesagt, komm, ganz ehrlich, dann gib mir mal deine PayPal-Adresse. So, ich meinte, gib deine PayPal-Adresse. Digga, ich lasse das ganze Geld dir zuschicken. So, weißt du, was ich meine? So, ich mache das Placement, ich brauche das Geld nicht. Ich lasse dir das Geld schicken, so, weißt du? Weil dafür sind da Freunde da, so, ne? Und bei mir ist das so oder so, so, komm, ich sehe das Geld von YouTube jetzt nicht so als, direkt so als mein Geld, so was ich jetzt für mich jetzt irgendwie für meine alltäglichen Sachen jetzt ausgeben muss. So, ich also sehe das so quasi als geschenktes Geld, weil für mich ja YouTube so eine Art, was heißt so eine Art? Es hat als Hobby angefangen, es war eine Zeit lang auch so quasi auch so mein Main-Geschäft, so, was heißt Main-Geschäft, so meine Haupteinnahmequelle, aber seit langer Zeit jetzt nicht mehr. Und True, jetzt hast du gar keine Einnahmequelle mehr. Jetzt, also theoretisch ist es einfach nur ein Hobby die ganze Zeit, ne? Deswegen auch immer ja, inaktiv. Das ganze Geld von YouTube geht an den Start. Mit anderen Sachen beschäftigt war. Habe ich auch schon. True, du bekommst das Geld nicht mehr. Video machen. So, und jetzt, wie gesagt, der Freund, das Geld war für ihn geplant, ne? Oh, geplant, was passiert? Und jetzt ist das Ding, diese Leute haben jetzt diese Firma so zubombardiert und wirklich harte Lügen über mich erzählt. Einfach Lügen. Brutale Lügen, brutale Sachen erzählt, dass die gesagt haben, ey, ich bin ehrlich, nimm das Video privat an jetzt. Die meinten, jetzt nimm das Video privat und so, wegen dem Geld müssen wir gucken und so. Ne? Also nach dem Motto, ich werde wahrscheinlich das Geld auch nicht bekommen. Na, was heißt ich? Ich hätte das Geld so oder so nicht bekommen. Mein Kollege, der gerade wirklich in einer schwierigen Situation ist, ne? Mein Kollege ist ein sauberer, cleaner, geradliniger, cooler Dude, ne? Der ist auch also okay. Der ist auch Beamter. So, das ist ein gerader Mann. Das ist ein sauberer deutscher Mann, sage ich mal, wie ich. So, okay. Ganz clean, ganz. Ich glaube, wenn dein Freund Polizeibeamter wäre, wärst du schon längst vor Gericht, Alter. Easy. Und ist ein richtig. Und dann könntest du dich nicht mehr verstecken, Alter. Und ihr habt ihn das gerade kaputt gemacht. So. Ihr habt ihm diese Hilfe kaputt gemacht und ich weiß ganz genau, jetzt kommen diese richtigen Opfer und sagen jetzt, Herr Red, wenn das so ist, dann gib ihm doch was von deinem eigenen Geld, dann gib ihm doch, du erzählst doch was von Business und so, gib ihm doch von dem Geld. Digga, ganz ehrlich, ihr Opfer, diese ganzen YouTuber, ihr seid... True, wenn du gesagt hast, du bist Multitrillionär und du bist auch nicht broke, warum gibst du ihm nicht dann so Geld, bisschen? Ihr seid doch nicht mehr imstande, überhaupt ein Business aufzubauen, ihr seid einfach nur Lauchs, die vor der Kamera stehen und ein bisschen Kacke labern, okay? Okay. Wir haben es verstanden. Warte, zuerst müssen wir wieder vor der Kamera stehen. Ich wäre nicht imstande, 6 Fake-Unternehmen wie UpRed aufzubauen, die nur Gewinnspielbetrüge machen. Da hat er ganz recht. Und jetzt schauen wir weiter im Stehen. Nicht von allen. Nicht, dass ihr denkt, ich pauschalisiere das, ne? Ich habe viele Streamer-Kollegen.
Ich habe viele Streamer-Kollegen, die meisten, ich liebe die. Ich rede wirklich nur von 5, 6, 7 Leuten. Ich rede wirklich nur von. Ihr seht die, das sind diese gleichen Leute, die die ganze Zeit Videos machen über mich, ne? Und Scheiße labern. Ihr wisst doch, ihr wisst, dass ich. Also nicht, dass man irgendwie versucht, wieder meine Wörter zu verdrehen. Ne? Ich rede wirklich von maximal 5, 6 Leuten, ne? Okay. Diese Opfer, die wissen, die fühlen sich sowieso gerade angesprochen, ne? Die werden beschäftigt mit dem Argument kommen und sagen: Gib doch was von deinem Business, du erzähl was von Millionen hier, Business da. Ja, Ja. klar. Na, ich bin ein Unternehmen und die besetzen Millionen um. Aber ihr habt doch gar keine Ahnung vom Unternehmensgeschäft. Ihr habt doch gar keine Ahnung. Denkt ihr, ich bin da alleine? Da sind teilweise fünf, sechs Gesellschafter. Denkt ihr, ich kann jetzt einfach kommen und sagen: Ey Jungs, ich krall mir mal einfach mal 5000 Euro, weil mein Kollege hat Gesellschafter. gerade eine schwere Zeit. Seid ihr lost? So funktioniert das gar nicht. Guck mal, ich sage euch mal ein Beispiel. Eine Firma zum Beispiel, ne, hat, keine Ahnung, monatelang 200.000 Euro, ne, die ganze Zeit umgesetzt. 200, 300.000 Euro im Schnitt, so 180.000, sagen wir mal jetzt, in einem Jahr. Wisst ihr, wie viel Gehalt die Gesellschafter, ne, unter anderem auch ich, ne, zum Beispiel, bekommen haben? Was glaubt ihr, was für ein Gehalt hat man bekommen monatlich? Bei einem Umsatz von ungefähr 180.000. Ratet mal, ungefähr. Ja, aber ist ja scheißegal, du hast gesagt, du bist Multitrilliardär, du bist reich. Das Geld, du hast gesagt, du bist reich. Dein Reichtum gehört dir. Wenn du sagst, du bist reich, dann kannst du nicht sagen, ja, also ich bin reich, wenn man das Geld dazu zählt, was ich jeden Monat an meine Angestellten zahle. Angestellten in meinem ernsthaften Unternehmen. So, du kannst das nicht sagen. Wenn du sagst, du bist reich, dann redest du von deinem Privatvermögen. Und wenn du so reich bist in deinem Privatvermögen, dann kannst du ruhig deinem Freund Geld geben. 10.000, 20.000 Gehalt. Also laber hier nicht, ich muss Junge Leute Gesellschafter, bezahlen. Junge, dann bist du nicht das waren reich. jetzt, das waren in dem Geschäft jetzt Wenn du Leute bezahlst und vier dann broke Gesellschafter. bist. Ich sage euch ganz genau, wie viel Gehalt wir bekommen haben. Pro Person 700 Euro. 700 Euro. Wisst ihr warum? Weil es nicht darum geht, sich selber zu bereichern. Also bist du doch nicht reich? Als mega viel Cash rauszuholen oder so. Man hat geguckt, ey, jegliche Person hat auch schon so genug Geld gehabt. Sie braucht, die ist nicht davon abhängig gewesen, sondern hat man das Gehalt auf ein Minimum gesenkt, sodass man die Gewinne einfach wieder in die Firma reinstecken kann, um die Firma noch zu vergrößern. Digga, ich verstehe es nicht. Er sagt, er ist reich. Er redet ja von seinem Privatvermögen und er argumentiert jetzt mit irgendwelchen Gehältern, die er bezahlen muss, die nicht sein Privatvermögen, die nicht, also die nicht in sein Privatvermögen eingreifen. Junge. Bro. Und das heißt nicht, weil man in einer Firma drin steckt, die jetzt Millionen umsetzt im Jahr, dass man jetzt deswegen, Digga, sich jedes Mal Cash auszahlt, bis zum geht nicht mehr. Ihr habt halt gar keine Ahnung, ihr labert wieder nur. Ja, aber du sagst ja nicht, dass du in einer Firma drin bist, die richtig viel Cash verdient. Du sagst, dass du viel Cash verdienst. Müll. So, und bevor ihr wieder damit kommt und sagt, ja, wenn jetzt deine 4.000 Euro weg sind von dem Typen, der jetzt gerade schwere Zeit hat, dann gib mir doch von deinem eigenen Geld. Junge, Digga, ihr wollt doch einfach nur eure schlechte Tat. Ihr seid einfach nur Meine böse, schlechte Tat, was habe schlechte ich Menschen und wollt wieder getan, eine Mann? Ich habe nur dein Rechtfertigung Video dafür. Und das macht gesehen. ihr immer wieder. Ihr macht immer eine Scheiße, weißt du, und dann, wenn man euch anprangert, wollt ihr immer rechtfertigen. Immer rechtfertigen. Immer recht, sowieso mäßig nach dem Unge-Prinzip so. Er wird angeprangert von ABK, wo er damals gegen Kuchen gelästert hat. Ich will Nein, mich nein, für nein, nichts oh, das war doch nicht so. rechtfertigen. Nee, das war doch gar nicht so gemacht. Immer diese Ich Rechtfertigungspolitik glaube auch so. nicht, dass Jetzt hör Mimi mit sich dieser rechtfertigen will. Rechtfertigung, sag doch einfach, ja, ist scheiße, ist nicht gut, ist nicht gut. Weil ihr animiert diese Leute. Ihr animiert diese Leute, indem ihr immer Müll labert. Ihr labert immer Scheiße, ihr labert immer Müll. Jetzt bevor jetzt ungesagt, Junge. ey, jetzt finde ich scheiße, das ist Unge mich erwähnt. Na, ich meine auch die anderen, das war jetzt nur ein Beispiel, ne? So, auf jeden Da Fall, kann Unge ja beruhigt das finde ich halt sein. mega albern. Ihr versucht mir zu schaden. Ihr versucht mir zu schaden, dabei habt ihr wirklich einen guten Freund von mir geschadet. Und das trifft mich. Das trifft mich, dass ihr Digga, wir haben meinem gar Freund keinen von dir geschadet habt. Das geschadet. Du trifft mich erzählst wieder wirklich. irgendeine Ihr Scheiße, habt mir einfach Alter. bewiesen, was für schlimme Menschen ihr seid. Junge, das sind Fakten, dass du broke bist. Wir finden hier nichts. Mimi zeigt Kontoauszüge. Mimi weiß Bescheid von den Garagenunterkünften, wo du wohnst, dass das eine Sozialwohnung ist, die du dir teilst. Das sind alles Fakten, die Mimi releasen könnte. Und er zeigt dir sogar Hinweise, dass das alles Fakten sind. Also er bestätigt dir ja von sich aus, dass es Fakten sind. Soll es seine Adresse leaken und sollen es Leute zu dir hinfahren, zu einer Sozialwohnung, damit sie für sich selber bestätigen können, dass du broke bist? Ist das dein Ziel? Willst du, dass Mimi released, wo du wohnst? Dann können da Leute hinfahren und schauen, ob du da wirklich bist in der Sozialwohnung oder ob Mimi gelogen hat und irgendeine Adresse veröffentlicht hat. Dann können sie ja mal selber schauen. Die ganzen Leute, die da geschrieben haben und Müll über mich gelabert haben, die versuchen mir zu schaden, ne?
Ihr könnt mir gar nicht schaden. Ihr macht True, du stärker, bist schon ganz unten. Keiner kann dir mehr schaden. Was ein Main-Character ausmacht. Guckt mal jeden Main-Character an. Bei One Piece. Ne? Ruffy. Guckt den euch an. Denkt ihr, Main-Character sind die Leute, die mit jedem cool sind? Wo alles Hauhi ist? So, nein. Hey, ich bin mit dir cool. Oh, darf ich mal kurz bei dir lutschen? Darf ich bei dir lutschen? Ich mag dich eigentlich. Aber ich glaube, Main-Character sind auch nicht, die die ganze Zeit Fake-Gewinnspiele machen, von ihren 5 Milliarden Euro Besitz flexen und am Ende gar nichts haben und dann noch die Leute anprangern, so quasi, ihr könnt euch den Scheiß gar nicht leisten, den ich habe, obwohl du in einer fucking Sozialwohnung mit drei anderen Leuten sitzt. Wie die ganzen Streamer da. Ich mag dich eigentlich gar nicht, aber ich brauche YouTube. Ich muss mit jedem cool sein, weil sonst ich muss einfach, ne? Diese typischen Standard-YouTuber-Floskeln, Digga. Richtige Opfer, ne? Jetzt hab ich den Faden verloren. Auf jeden Fall, Main Character, genau. Guckt euch mal einen Ruffy an, etc. Er hat immer diese Opfergegner. Er hat immer diese bösen Leute, die ihn abfucken. Okay. Ich habe One Piece nicht geschaut. Also, wir gucken uns mal Ruffy an. Okay. Also, der Typ ist jetzt der Main Character, okay? Und wir vergleichen ihn jetzt mal mit ApoRed. Also, ist jetzt nicht so viele Gemeinsamkeiten. Was ApoRed mal machen könnte, er könnte argumentieren, warum er selber der Main Character ist. Aber. Und nicht, ja, warum andere nicht der Main Character sind. Er fällt hart auf den Boden. Die Leute, ne? Also Ruffy fällt brutal auf den Boden. Ihr könnt auch einen Son Goku aus Dragon Ball nehmen. Ihr könnt auch einen Naruto nehmen aus, wie gesagt, aus Naruto. Ne? Die fallen auf den Boden. Die werden teilweise umgebracht. Die werden teilweise Son Goku. Ja, einige Mal. Dann warst du mir Main Character. Ne? Dann bist du kein Main Character mehr. Dann bist du ein Ex-Main Character, Alter, wenn du tot bist. Aktuell, ne? Das ist. Ne? Aber was passiert? Der Main Character, er lässt sich nicht unterkriegen. Herr, er ist tot. Er steht auf. Und selbst wenn er kurz vorm Tod steht, er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf. Du hast doch gesagt, die meisten sind tot. Er ist kein böser Mensch. Für mich seid ihr böse Menschen. Wisst ihr, was ich meine? Für mich seid ihr böse Menschen. Warum? Ihr versucht mich zu canceln. Nein, versuche ich nicht, Alter. Ich habe nichts getan. Jetzt können wir ApoRed canceln. Jetzt können wir ihn. Ich habe keine Firma angeschrieben, sowas würde ich nicht machen, Alter. Ich habe mir nur ein Video angeschaut und gesagt, dass du scheiße lauerst. Jetzt könnt ihr mich finishen. Denkt das nur. Ihr denkt das. Ihr werdet ich glaube auch nicht, dass man dich finishen kann. Du bist so ein Drachenlord, der kommt auch immer wieder zurück. Ihr werdet gefinisht. Nicht von mir. Ihr werdet wahrscheinlich von Gott höchstpersönlich gefinisht. Ne? Digga, nicht, dass ihr denkt, ich werde was machen oder so. Voll übertrieben. Ne? Ihr werdet nach und nach, alleine für eure böse Absicht, das ist so ein, ihr sagt doch immer Karma. So nach dem Motto. Karma existiert. Von allen Religionen. Nach dem Motto, wenn du was Böses machst, dann trifft dich auch was Böses im Diesseits und im Jenseits. Das ist auch, hat auch den Ursprung vom Christentum oder von, keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch im Judentum, im Islam, gibt es das, weiß ich auf jeden Fall. Dieses Prinzip von Karma, ja, und ich hoffe, es wird euch treffen. Oh shit, Motto, Alter. Wenn ihr was Böses macht, für mich seid ihr böse. Ihr habt böse Absichten. Junge, ich hab dir nichts getan, Tatsache, ich hab keine bösen Absichten. Die ganze Zeit versucht mich abzufacken, lügen über mich. Du hast böse Absichten, Alter. Zu schaden, meine Familie zu schaden, meinen Freunden zu schaden, ne? Es zeigt einfach, dass ihr böse seid. Und dass ihr Opfer seid, habe ich einfach ganz einfach erklärt. Digga, ich glaube, kein einziger Mensch will deiner Mutter schaden, Alter. Wie gesagt, diskutiert darüber, welche Schnürsenkelfarbe ich habe, ob die lila ist oder sonst was. Ich glaube, er hat gar keine. Er hat immer welche, aber die sind auseinandergezerrissen. Ihr seid für mich, Digga, also mir fehlen manchmal die Worte. Mir fehlen einfach die Worte, was für Menschen. Mir auch, wenn ich deine Videos anschaue, Alter. Oh, das war's. Also wir reagieren. Alter, okay, Tanzi, beruhig dich mal. Also es war ein sehr abruptes Ende. Das war ein sehr, sehr abruptes Ende, Alter. Was war denn das für ein Video, Alter? Digga, was ist denn das? Red, du bist und wirst immer mehr zur Legende für uns. Hannah aufs Herz, Red hat diesmal recht. Digga, das auch nur... Ich finde bei ihm immer nur positive Kommentare. Der löscht die ganzen anderen Sachen weg, normalerweise. Hört auf, alle mal ab Red zu halten. Der macht es immer alles weg. Digga. Und die Likes? Weiß ich jetzt nicht, ob die so organisch passiert sind. Also weiß ich jetzt nicht, Digga. Muss man schauen auf jeden Fall. Wir warten auf Mimes Entschuldigungen ab Red 9. Und dann werden wir mal sehen. Vielleicht hat ab Red recht und uns alle weggeflext. Oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht, man kann nur spekulieren. Und man kann nur die bis jetzigen Fakten, die uns gebracht wurden, als wahr oder falsch analysieren. Mehr kann man nicht machen. Und man kann auch nochmal ein Gerichtsdokument leaken. Das kann man auch machen. Aber ich glaube, da hättest du nicht so Bock drauf.